Mama, darf ich heute bitte zu Alex? Nein, heute nicht. Hä? Aber ich habe Nein gesagt. Aber warum denn nicht? Na, weil ich das sage. Aha, ja, dann verstehe ich's natürlich. Ah! Bist du besessen hier oder was? Oh, meine Fresse. Hier noch einen Ton. Dann ist der Kasten aus, mein Freund. Hab dich lieb. Was? Ja? Willst du mich heilen? Mein Gott, ja! Yeah! Willst du und Kalle zur Kneipe fahren? Mittlerweile sind. Das ist viel leichter beim Einstecken und alles. Das geht viel besser. Ach, haben die besser gemacht? Ja, das ist so. Und jetzt nimm eine und jammer mich nie wieder mit dem Papierstroh ein. Voll, ist das klar? Danke, Mami. Hallo, Mama? Na, was ist nun schon wieder los? Ich bin eben gerade zu Hause über deine Blumenvase gestolpert, hab dir zwei Arme, ein Bein und einen Rückenwirbel gebrochen. Ich hoffe für dich, dass meine Blumenvase dabei nicht kaputt gegangen ist, Freundchen. Ich bin hier gerade fast gestorben. Scheiß mal auf deinen Blumenkübel. Nein, ich muss zuerst. Du kommst nicht rein, ich habe abgeschlossen. Mann, ich muss duschen. Ich bin am Kacken. Du Widerling. Du Muffy, ach du heiliges Kanonenrohr. Es wird hier aufgeräumt und zwar zackig. Aber Mama. Da wird überhaupt nicht diskutiert, Freundchen. Ich komme in 5 Minuten hier wieder rein und wenn nicht aufgeräumt ist, dann ist aber was los. Freundchen, alles picobello aufgeräumt. Sehr schön, Muffy, ich bin stolz auf dich. Ich nehme noch kurz meine Handtasche hier aus dem Schrank. Warte. Gute Nacht. Ach, Mom, kannst du mich morgen um 8.30 Uhr wecken? Ich muss nämlich eine Stunde später los. Danke. Punkt 8.30 Uhr morgen früh. Guten Morgen. Tut mir leid und ich werde dich auch vermissen, aber wir sehen uns ja in einem Jahr wieder. So hast du sie erzählt? Genau so habe ich sie gesagt und dann habe ich sie rausgeworfen. Long, push doch, push! Was haben wir eben gesagt? Mozart war wirklich hervorragend mit der Zauberflöte. Entschuldigung, mein Schatz. Okay, wieder da. Aha! Ja, sorry, Leute. Ich weiß auch, dass wir so nicht lernen können, wenn meine Mutter mal reinkommt. Ich dachte, ich habe meinen Kamm hier liegen lassen. Ich gehe los zur Schule! Es kann echt. Ich werde auch den Bus verpassen wegen dir. Ein bisschen Bewegung wird dir sicherlich auch nicht schaden. Hauptsache, du ziehst dich immer an wie der letzte Flodders. Marvin, Mama hat gesagt, du sollst mit mir spielen. Ich hab jetzt keinen Bock, ich bin am Zocken. Geht jetzt auf die Nerven ein bisschen aufhören. Bist du dumm? Gegessen. Wir müssen zum Kieferorthopäden, sieh zu! Erstmal, mein Auto ist jetzt vorne! Nein, ich bin erster! Nein! Sag mal, seid ihr bescheuert? Beide nach hinten, aber zackig! Sag mal, wo ist denn dieser Rotzlöffel? Ja, hallo? Sag mal, was heißt hier hallo? Es ist eine halbe Stunde fertig, Freundchen, wo bist du? Ich bin nach der Schule noch kurz 10 Minuten mit zu Leon gegangen. Interessiert mich im Scheißdreck! Du kommst ja sofort nach Hause! Du bist mal deine Mama ganz lieb von mir. Hä? Du hast mich doch gerade gefragt, wo ich bin. Ich soll dich übrigens noch ganz lieb von Leon grüßen. Ich scheiß auf Leon! Du kommst ja sofort nach Hause! Als hattest du hier Trappendos! Mein Gott, regt die sich immer auf. Ich soll dich lieb zurückgrüßen. Eine Runde FIFA geht noch. Muffy! Oh. Muffy? Ja? Ich geh kurz an dein PC was gucken.
Warte! Warte! Warte kurz! Sag mal, hast du nicht mal alle Latten im Zaun oder was ist mit dir? Ich, das brennt! Es,